Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Fallout 4 DLC Farhaber. Wir sind weiter unterwegs mit dem alten Longfellow und zwar sollen wir einen vermissten Synth zurückbringen und wir haben in der letzten Episode hier diese Blutspur gefunden und sollen jetzt nun diese Blutspur weiterverfolgen. Das hat ja wirklich detektivische Ausmaße hier angenommen inzwischen. Folge der Blutspur. Okay, wir haben keinen neuen Questmarker bekommen. Soll ich jetzt wirklich optisch dieser Blutspur folgen? Weil ich sehe hier nur diese Blutspur und es ist einfach nur ein Fleck und keine wirkliche Spur in dem Sinne. Okay, doch, wir haben einen neuen Questmarker, der einfach hier ist. Ich würde mich eigentlich hier noch ein bisschen gerne umsehen. Okay, die Spur geht weiter nach da oben. Ich schaue mich hier nochmal ganz kurz um. Können wir hier irgendwo rein? Hier sieht es zumindest so aus, als könnte man hier... Ja, da kann man rein. Komm schon. Von Ghoulen habe ich eigentlich erstmal die Schnauze voll. War es das schon? Dieser eine kleine Kronkorkenvorrat hier. Okay, das ist ja nicht sehr spannend. Scheint noch aus der Vorkriegszeit zu stammen. Ja, hier ist alles aus der Vorkriegszeit, oder? Wurde denn überhaupt noch irgendwas nach dem Krieg gemacht? Nicht mehr viel, oder? Das sind doch eigentlich alles Relikte. Da folgen wir mal weiter die Blutspur. Also der Synth blutet auf jeden Fall, so wie es scheint, oder? Es ist jemand anderes. Von jemand anderem. Die Blutspur. Das frage ich mich nämlich auch, weil die, wie hieß er denn noch? Mit D irgendwas. Demi? Nee, nicht Demi, aber so ähnlich. Der Obersynth meinte ja, es gibt keine Methode herauszufinden, ob jemand ein Synth ist oder nicht. Oder er würde halt dabei sterben. Okay. Das ist ein bekanntes Lied, ich kenn's nicht. Wen haben wir denn da? Ihr seht irgendwie nicht so freundlich aus. Frischfleisch aus dem Nebel? Mir egal, ob Meyerlurk oder Mann. Ich suche keinen Ärger. Ich muss nur jemanden finden. Einen jungen Mann mit weißem Haar. Hilf mir, dann verschwinde ich. Ja, wir haben ihn gefunden. Eine der Nebelkreaturen hat ihn angegriffen. Er verblutete. Warum das Fleisch wegwerfen? Hier. Bitte, ist noch übrig. Sind wir gegessen? Jetzt geh und komm nicht wieder. Alten Longfellow hat das gefallen. Was genau, dass der ich das Boss hier... Der Boss ist gnädig, aber nächstes Mal jagen wir dich. Ich hoffe, der Nebel killt dich. Wieso bin ich friedlich zu denen? Also ich könnte sie jetzt angreifen, aber... Jetzt geh! Ah, ich gehe jetzt. Aber ich komme vielleicht wieder. Ich merke mir das. Wo bin ich denn hier auf der Karte? Okay, da wo hier diese kleine Abzweigung ist. Wohin soll ich denn mit der Info gehen? Ach, zu Chase direkt. Okay. Na gut, dann gehen wir mal zu Chase zurück. Mal gucken, was die uns sagt. Also eigentlich bin ich ja nicht dafür, da die Fallensteller am Leben zu lassen. Aber wenn die den doch gegessen haben, dann kann er doch kein Synth gewesen sein, oder? Das ist nämlich genau das, was ich meinte, weil die ja sagen, die können das nur überprüfen, wenn derjenige stirbt. Ob derjenige ein Synth ist oder nicht. Und ich denke mir doch, ein Synth hat doch mechanische Teile. Die neumodischen Synths natürlich weniger als die alten. Aber das ganze Skelett haben wir ja gesehen im Institut, wie die Synths hergestellt werden. Das ist ja nicht aus normalen Knochen. Das ist ja schon mechanisch. Und das muss man doch irgendwie sehen. Und man muss denjenigen doch so aufschneiden können, ohne dass er stirbt. Also heutzutage macht man ja auch OPs und richtet Knochen und so, ohne dass jemand stirbt. Das ist ja das Normalste von der Welt. Man kann ja jemanden aufschneiden und gucken, ob da ein Herz drin ist.
Und dann macht man ihn wieder zu und dann weiß man, ob es ein Synth ist oder nicht. Also, ich sehe jetzt nicht das Problem. Dein vermisster Synth wurde von Kannibalen-Fallenstellern geschnappt. Er hat nicht überlebt. Der arme Kerl. Dieser Synth wollte hier in Frieden leben und wir haben ihn auf die schlimmste Art im Stich gelassen. Es ist meine Schuld. Ich hätte ihn treffen sollen. Verdammt nochmal. Ich bin froh, dass du die Sache abschließen konntest. Hier, für dich. Und, sagen wir, 200 Kronkorken? Bei den Risiken, die ich eingegangen bin, verdiene ich wohl mehr als das. Ist wohl nur fair. Dann 250 Kronkorken. Wow, ganze 200. Ich habe gesehen, was ihr hier alles habt. Da kannst du sicher noch was drauflegen. Gut, 300 Kronkorken. Ich rate dir, dein Glück nicht noch weiter zu strapazieren. Oder doch. Wenn du nochmal meine Hilfe willst, musst du mich anständig bezahlen. Ich kann bis auf 400 Kronkorken gehen, aber nicht weiter. Keinen Kronkorken mehr. Danke nochmal für deine Hilfe. Pass auf dich auf. Oh, des Killers. Maximiert Institutgewehr. 10% Schaden, wenn du zielst. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Muss ich mal vergleichen mit den anderen Waffen, die wir haben. Die Ankunft haben wir abgeschlossen. Longfellow gefällt das auf jeden Fall, wenn wir mehr Geld nehmen. Ich finde ja lustig, dass die Charaktere sich das scheinbar auch nicht merken. Also, wenn man wirklich voll raffgierig ist und immer nur mehr Geld will und so, das interessiert die Charaktere gar nicht. Die nehmen das einem nicht übel, deswegen mache ich das auch, weil ansonsten würde ich das natürlich nicht machen, wenn die dann irgendwann in Zukunft anders eingestimmt wären auf uns, weil wir beim letzten Mal halt so viel Geld wollten. Aber da denen das eh scheißegal ist, dass die sich das nicht merken, was soll's. Sollen wir jetzt nochmal zu den Typen gehen und die abknallen? Würde ich ja eigentlich schon gerne machen. Oder wir gehen direkt auf dem direkten Weg hier zum nächsten Questpunkt, nach Southwest Harbor und beschaffen hier die Speicherlaufwerke. Es ist schon groß, die Insel, das muss man schon sagen. Hier im Norden haben wir auch schon viel gesehen, wenn auch bei weitem noch nicht alles. Ich glaube, ich mache mich mal auf den Weg hier zum alten Haus am Teich. Auch andere so annehmen, setz mir da meine Markierung hin. Das liegt nämlich wirklich voll auf dem Weg zu unserer Quest. Machen wir das einfach als nächstes, die Speicherlaufwerke schaffen. Oh, und es ist echt schön, ne? Wenn der Nebel weg ist. Also hier oben ist ja nur der Nebel weg, unten kommt er dann leider wieder. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich einen neuen Bildschirm habe seit kurzem. Ich bin jetzt umgestiegen von, ich spiele auf Computerbildschirm. Von 24 Zoll Flat auf 34 Zoll Curved. Und 34 Zoll ist einfach mega gut. Es ist einfach mega gut. Es ist wirklich so, als hätte man wirklich nochmal einen neuen Rechner. Wer schießt denn da? Fallensteller. Nummer 1. Da waren auf jeden Fall noch mehr. Hä, ich hab ihn doch getroffen. Nummer 2. Wo sind die anderen im Haus, oder? Ihr seid schon ziemlich eklig und ziemlich pervers. Also ihr seid auf jeden Fall definitiv die Raider von Far Harbor. Fallensteller. Das ist ein ruchloser Fallensteller, der hat ein bisschen mehr drauf. Oh, hier sind aber noch mehr. Oh, da kommt einer. Mit einem Nahkämpfer, mit einem Haken, oder? Hat der eine Hakenhand? Oder was wollte der uns da gerade? Bist du hin? Ich kann's riechen!
Ja, dein Blut kannst du riechen, meins. Nicht so. Gab's was Gutes? Unterhebelgewehr. Ah, der hat so ein Unterhebelgewehr gehabt. So was hatte ich als Kind, als ich als Cowboy immer gegangen bin zu Karneval. Ich komme aus Köln. Da hatte ich immer so ein Unterhebelgewehr. Das Komische war nur, wenn du das durchgeladen hast, ne? Das ist dieser Hebel, der unten drunter ist, der ist ja zum Durchladen. Dann hat es auch immer eine Patrone gebraucht. Also das hatte diese länglichen Streifen kamen da rein. So längliche rote Streifen. Ich glaube, die hatten 13 Schuss. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie viel Schuss die hatten. Auf jeden Fall waren die rot. Die gibt es auch noch in klein und dünn. Die haben dann, glaube ich, 25 Schuss. So bräunlich sind die. Aber da kamen so rote Streifen rein. Und das Lustige ist, wenn du durchgeladen hast, hat sich auch immer einer von diesen Schüssen verbraucht. Das heißt, der hat im Prinzip immer einmal geschossen. Und wenn man geschossen hat, dann hat er nochmal geschossen. Also eigentlich voll sinnlos. Aber es war immer cool, so durchzuladen. Vor allen Dingen, wenn man das richtig drauf hatte. Und dann konnte man im Prinzip einhändig durchladen konnte man ja auch so. Aber wenn man mit Schwung das Gewehr so nach vorne geschwungen hat und dann wieder zurück. Ja, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, was ich meine. Das hatte ich auf jeden Fall nachher immer voll drauf. Das hat nur ein bisschen wehgetan in den Fingern. Als Kind ist man ja da nicht so abgehärtet. Kann ich mich noch daran erinnern, dass ich das öfter mal gemacht habe, weil das einfach cool aussah, wenn du das so das Gewehr so nach vorne hast schnippen lassen und dann so durchgeladen hast. Aber es hat in den Händen immer so ein bisschen wehgetan. Gibt's hier noch irgendein Geheimnis oder so? Oder ist es einfach nur hier dieses Haus? Vielleicht hier im See? Im Teich? Sieht nicht so aus. Ist es abgeschlossen jetzt? Nee. Also abgeschlossen ist es nicht. Ist die Frage, ob es wieder eine von den Regionen ist, die man wieder einfach nicht abschließen kann. Hier ist auf jeden Fall ein großer Fisch. Zwei große Fische. Tut die mir was? Nö. Scheint wieder so ein Gebiet zu sein, was man nicht abschließen kann. Also doch größer hier der Tümpel als gedacht. Schauen wir mal hier hinten, wo es so leuchtet, ob da noch irgendein... Ah, das sind die neuen Viecher, glaube ich. Das sind, glaube ich, Gegner. Das sind diese Anglerfische. Also oder die Angler. Tatsache. Kommt mal raus, ihr Kackviecher. Das ist nur einer, oder was? Das sind doch ganz viele. Oh, die spuckt. Oh, der ist ganz schön schnell. Trifft mich nur nicht, der Idiot. Der ist ganz schön eklig. Sind da noch mehr? Sind das keine Angler hier, oder was? Sind das nur irgendwelche Pflanzen? Ach so, das ist Köderkraut. Da wollten sie doch tatsächlich, dass ich darauf reinfalle. Ist es jetzt abgeschlossen vielleicht sogar? Nee, immer noch nicht. Ich laufe nochmal eine kleine Runde hier um den See. Wieso bin ich so langsam? Bin ich schon wieder überladen? Ach so. Scheiße. Da hinten sind noch mehr von den Dingern. Frage, ob das echt ist oder scheint echt zu sein. Longfellow, wo bist du? Ich brauche dich. Du musst meinen Scheiß tragen. Wenn man die Begleiter braucht, sind sie nie da, ne? Das ist echt nervig. Oh, da hinten sind die Jaguars. Gar nicht, dass es die hier auch auf der Insel gibt. Oder haben wir da sogar nicht schon einen von erschossen? Ganz zu Anfang, glaube ich, oder? Longfellow? Longfellow, komm mal her. Hey. Hm?
Ich nehme dir gern sämtlichen Schnaps ab. Aber keine Garantie, dass du ihn wiederbekommst. Ja, ja. Oh, so viel wird er wahrscheinlich auch nicht mehr tragen können. Den habe ich nämlich schon ganz schön zugespammt. Okay, der kann schon nichts mehr tragen. Verdammt. Verdienen wir uns mal unseren... Jaguars. Haben wir jetzt alle? Ich glaube ja. So, dann gehen wir nochmal hier die Runde zurück. Ist jetzt abgeschlossen? Immer noch nicht. Ich glaube, es wird, man kann es nicht abschließen. Ich werde, glaube ich, mal einen kleinen Cut machen und mein Inventar leeren in Sanctuary und dann kämen wir wieder hierhin zurück. Ja. Man sollte sich nie zu gut sein für Dinge, die man vielleicht noch brauchen kann.
So, wir sind wieder zurück am Haus am See. Wir wollen jetzt von hier aus... Erstmal werde ich mal die Markierung hier entfernen. Nee. Markierung entfernen. So. Werden wir hier weitergehen. Und zwar hier zum Southwest Harbor. Das sieht, liegt in, ja, in südwestlicher Richtung. Eine von den zwei Questmarkern da oben. Oh, guck mal, was ist das für ein Vieh? Eine Biene? Haben wir so einen schon mal... Egal, vielleicht war es der letzte seiner Art. Wir werden schon wieder angegriffen. County Crossing und auch Spectacle Island ist wieder unter Angriff, aber soll mir jetzt egal sein. Was ist das schon? Wahrscheinlich, ne? Oder liegt ein Ghoul? Überall Ghule. Na ja, gut, wenn die Landschaft so verstrahlt ist. Muss man damit rechnen, dass überall Ghule sind? Ach, ich wechsle nochmal das Gewehr. Ich nehme mal, wechsle nochmal auf das Sturmgewehr. Du liegst aber nicht sehr gemütlich. Schauen wir uns zuerst mal hier um. Sieht nämlich sehr interessant aus, auch wenn es nicht auf der Karte markiert ist. Solche Orte sind auch manchmal interessant. Flansch. Im Mülleimer, okay. Entringautomat. Mal, was hier dieser Supermarkt noch zu bieten hat. Nuka-Cola gab es auch hier auf Far Harbor. Oder die Insel heißt doch eigentlich gar nicht Far Harbor, oder? Nur dieser eine Ort heißt Far Harbor. Eigentlich ein bisschen verwirrend dann. Auch, dass das DLC dann so heißt, weil eigentlich hat es ja viel mehr zu bieten als nur Far Harbor. Wenn denn nur der Ort Far Harbor ist und nicht die Insel. Und Harbor heißt ja Hafen. Und Far heißt, ja, entfernt. Also ist das der entfernte Hafen und das passt ja eigentlich auch viel mehr zu dem Ort, in dem wir waren, als zur ganzen Insel. Die Insel wäre dann irgendwie mehr Far Island oder so. Gut, haben wir ja auch alles geplündert. Ich kann das einfach nicht lassen, ne, mit dem Plündern. Auch wenn wir ja eigentlich gar nichts mehr bräuchten. Sind ja relativ gut versorgt. Mit Kronkorken sowieso. Und auch in Sanctuary. Wir haben so viel Zeug. Also ich glaube, das wird uns nie wieder ausgehen. Da könnten noch 5 DLCs kommen. In der Größe hier. Und wir müssen uns da trotzdem keine Sorgen machen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich verzettel. Das ist ein richtiger Ort hier. Leck mich am Arsch. Sind wir denn schon da? Ne, wir sind noch gar nicht da. Wir sind noch gar nicht in Southwest Harbor. Aber trotzdem, ich möchte mich hier auf jeden Fall mal umschauen. Dass wir so eine richtige Ortschaft finden. Das ist nicht erwartet. Okay, das scheint hier ein Krankenhaus, also ja, Krankenhaus wahrscheinlich eher nicht, aber so eine kleine, entweder eine kleine OP, wie nennt man das? So eine kleine Klinik halt, wo Operationen gemacht wurden. Oder halt ein ganz normaler Arzt. Auf jeden Fall jede Menge Krempel, den ich brauchen kann. Vor allem Keramik. Es fällt auf jeden Fall auf, dass hier im DLC mehr Häuser geöffnet sind. Also, was ich damit meine ist, dass hier die Häuser wirklich alle begehbar sind, größtenteils. Das war im Hauptspiel noch nicht so. Da war es wirklich so, dass wirklich der Großteil der Häuser ja verschlossen war, so wie hier das jetzt. Scheinbar ja, was wirklich verrammelt ist, wo, was auch nicht gefüllt sein wird mit irgendwas. Einfach nur eine Textur draußen rangepappt wurde. Quasi wie ein künstlich
Papphaus, wie im Freizeitpark, so mehr oder weniger, wo da nichts hinter ist. Ach, guck mal. Hier haben wir noch irgendwas entdeckt. Da unten. Es gibt schon noch einiges zu sehen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne hättet. Also ich werde es wieder so halten, wie mit dem Hauptspiel, also mit der Hauptwelt, mit dem Commonwealth, dass ich alles erkunden werde. Hab ich dich. Jetzt könnt ihr mir mal gerne schreiben, wie ihr das denn gerne hättet. Ob ihr gerne die Hauptstory jetzt sehen wollt, direkt. So schnell wie möglich. Wir wärmen uns gerade erst auf. Und danach erst die Erkundung, oder ob wir das alles so nebenbei machen, beziehungsweise das dann wirklich das wäre ja meine favorisierte Wahl, dass wir wirklich jetzt hier ja, nicht nur rumlaufen, das klingt irgendwie so, als wäre es langweilig, als würden wir langweiligen Kram machen. Und ich mache ja auch Stories hier wieder. Ich würde das dann so beibehalten, jetzt im Moment, dass wir immer so ein paar Quests machen und das, was auf dem Weg liegt, dann erkunden. Und so würde ich mich dann quasi durch das DLC hangeln und dann immer die ganzen Sachen nach und nach erkunden. Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das gerne hättet, ob wir uns wirklich an die Hauptstory halten und nur die Hauptstory machen. Damit ihr dann wahrscheinlich abschalten könnt danach und bei der Erkundung nicht mehr zugucken müsst. Oder ob wir das so machen wie bisher, dass wir das eher so nebenbei alles machen und uns dann das Finale der Hauptstory für den ja, auch wirklich für das Finale des Let's Plays aufheben. Das wäre ja meine favorisierte Variante. Aber wie gesagt, vielleicht sind ja viele unter euch, die das nicht so interessiert mit dem Erkunden. Und wenn das wirklich die Mehrheit ist, dann würde ich darauf Rücksicht nehmen und das dann zum Anschluss des DLCs machen. Ich vermute aber einfach mal, wir sehen ja schon, welche Ausmaße die Insel hat. Und es ist nicht wenig, aber es ist überschaubar. Also es wird nicht so ausarten wie im Hauptspiel, dass man wirklich, wo man wirklich gut 100 Episoden einplanen kann. Nur für Erkundung, wenn nicht sogar noch mehr. Abseits jeglicher Quests. Wird hier schon im Rahmen sein, denke ich. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Die Zeit ist nämlich schon wieder rum. Fast. Deswegen würde ich aber trotzdem sagen, dass wir hier abbrechen. Und uns dann hier dieses Gebiet in der nächsten Episode anschauen. Denn ich denke, dort wird es auch wieder zu kämpfen kommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Obwohl, sind hier nicht die Kinder des Atoms auch zu Hause? Ich weiß es nicht. Wir werden es mal sehen. Liebe Leute, seid gespannt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Hier zum Fallout 4 DLC Far Harbor. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.